Von Shanghai aus fährt der Mercedes-Benz F-Cell World Drive Konvoi nach Peking. Und weiter nach Xi'an, der alten kaiserlichen Hauptstadt, einer dramatischen Mischung aus altem und neuem China. Sehr schön. Das Land ist hochinteressant. Die Leute sind deutlich anders, aber auch das macht die Sache interessant. Die Autobahnen auf der Route sind überwiegend neu und in exzellentem Zustand. Der Fahrstil vieler Chinesen ist in europäischen Augen dagegen eher unkonventionell. Und solche Impressionen machen Chinas immenses Wachstum plastisch, aber auch die damit verbundenen Umweltprobleme. Mit unserer Aktion möchten wir natürlich zeigen, wie wichtig das ist, dass solche Fahrzeuge auch in so einem Markt zur Verfügung gestellt werden, dass es funktionieren, dass sie laufen und den Leuten zeigen und nahebringen, dass es wichtig ist, gemeinsam für unsere Umwelt was zu tun. Aufgrund unzureichender medizinischer Versorgung in den entlegenen Teilen Chinas und Kasachstans begleitet ein Arzt den F-Cell World Drive. Eine Spezialtrage- und Vakuummatratze für Knochenbrüche, Absaugpumpe, EKG, Ultraschallgerät. Dr. André Krönke ist ausgerüstet für kleinere Verletzungen bis hin zur Reanimation. Mein innerstes Bedürfnis ist es, den Menschen zu helfen und auch ihnen dabei zu helfen, dass sie ihre eigentlichen Ziele erreichen. Das ist der Sinn der Medizin. In diesem Fall ist das Ziel Stuttgart, da wollen wir hin. Und das Ziel ist weiterhin, jeden einzelnen Menschen im gesunden Zustand dort ankommen zu lassen. Von Xi'an aus führt der Mercedes-Benz F-Cell World Drive nun Richtung Kasachstan, durch die Gebirge und Wüsten Nordwestchinas. Das emissionsfreie Abenteuer geht weiter.